Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst Was für ein Gott. Das ist heute das Thema. Auch alle an den Bildschirmen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und euch Zeit nehmt, Gott zu begegnen. In den Liedern, in der Predigt, im Abendmahl, im Gebet und in der Gemeinschaft. Super, dass wir uns hier treffen können. Ja, schönen guten Morgen alle miteinander. Und also hier und an den Geräten zu Hause, da, hallo. Ich habe mal aufgezählt, wo überall Leute zuschauen und dann hat dann einer gesagt, aber Rätzel Fembach hast vergessen. Also Rätzel Fembach, ja, Wolfgang, ganz besonders heute an dich. Sind doch immer so 10 Leute oder so. Und ja, wir hoffen ja auch, dass es bald wieder mitsingen, ja gut, dürfen wir ja, und dann auch ohne Masken nochmal wieder geht. Aber ja, es hat alles seine Zeit. Jetzt schauen wir doch mal gleich auf dieses besondere Bild. Hier kannst du mal einblenden, sei so gut, Bernd. Vielleicht kommt Ihnen und euch dieses Bild irgendwie bekannt vor. Na, das habe ich doch schon mal gesehen, oder das ist doch eine alte Geschichte aus der Bibel, aus dem Propheten. Der steht da, leuchtend so ein bisschen in Rot, und da liegen so halbtote Menschen, die scheinen langsam wieder lebendig zu werden. Genau, Hesekiel, das Totenfeld. Ne? Genau. Gottes Geist weckt Tote, können wir sagen. Aber wir haben ja auch heute das Thema schon auch zweimal gesungen. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Für den es keine Grenzen gibt. Auch nicht der Tod. Auch nicht Kriege und Viren und Krankheit und Epidemien und Pandemien. Und diese Schau in dieses Totenfeld zeigt es wieder mal auf, was für ein Gott. Was für ein Gott. Ich lese uns aus Hesekiel 37, 1 bis 14 vor. Und das kann man dann hier mal so mitlesen. Ist ein bisschen Text, aber schauen wir mal. Erst einmal der erste Teil. Die Hand Jahwes legte sich auf mich. Er entführte mich im Geist ins Freie und setzte mich mitten in einer Talebene ab, die voller Menschenknochen lag. Er führte mich rings um sie herum. Es waren unzählige und alle waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, Menschensohn, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Mein Herr, Jahwe, du weißt es, erwiderte ich. Da befahl er mir, weissage über diese Knochen und ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe der Herr zu diesen Knochen. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Ich weissagte, wie mir es befohlen war. Während ich das tat, entstand ein Geräusch, ein richtiges Getöse. Die Knochen rückten zusammen, Gebein an Gebein. Dann sah ich auf einmal, wie Sehnen und Muskeln darauf wuchsen und sich eine Haut darüber bildete. Das ist ein dramatisches, starkes Bild. Eine, wie ich finde, ziemlich abgefahrene Geschichte. Die Hand Jahwes legt sich auf Hesekiel. Gott entführt ihn im Geist und bringt ihn da so mal raus auf so ein Feld,
mitten in eine Talebene, die voller Menschenknochen lag. Diese toten Knochen sind das Volk Israel, so erklärt Gott es dem Propheten. Und was war geschehen? Es war etwa im Jahr 600 vor Christus, das Volk Israel wurde von Nebukadnezar besiegt und weggeführt und nach Babylonien, ganz weit weg von der Heimat, ins Exil geführt. Der Zustand des Volkes war so, er erklärt es auch und sagt, sie haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Sie sind ein Haus des Widerspruchs. Götzendienst löste Götzendienst ab in Israel. Man opferte anderen Göttern sogar Menschen. Man hatte Naturgötter und glaubte an den Lichtgott, den man beweinte, wenn das Jahr starb. Der Fruchtbarkeitskult artete in sexuelle Verwirrungen und so weiter aus. Geistlich war Israel tot. Und ich finde, es macht auch traurig zu wissen, dass auch unsere Köpfe, unsere Herzen so verhärten können und die Herzen verstockt sein können, wie es auch immer heißt. Dass es richtig hart wird, ne? Und da nichts mehr eindringen kann und auch nichts mehr Gutes nach außen kommen kann. Und es kann so weit gehen, dass wir die Stimme Gottes nicht mehr hören. Irgendwie wie taub. Was macht man denn da? Das Ganze, was hier geschieht, ist ja so eine Metapher, so ein Bild, ein Vergleich. Ganz viele tote, geistlich tote Menschen im Volk Gottes. Wie ist das möglich? Nur bei Israel? Nein. Israel ist immer so ein Beispiel, ein Exempel für alle. Auch im christlichen Abendland ist es möglich, dass man Gottes Stimme nicht mehr hört, vielleicht auch gar nicht mehr hören will und gar nicht daran glaubt. In der Offenbarung lässt Jesus aber auch gerade seine Gemeinde etwas wissen. Und zwar die Gemeinde in Sardes, da sagt er, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Unfassbar, unglaublich, aber leider wahr. Es sieht aus, als ob es lebt, aber es ist eigentlich tot. Gott klagt über die falschen Glückspropheten und miserablen Hirten. Ja, das waren damals auch die Politiker des Volkes. Alle tun so, als ob alles in bester Ordnung wäre. Es herrscht Frieden und Ordnung im Land. Die Auftragsbücher sind gefüllt. Vollbeschäftigung könnte erreicht werden. Das ist immer das oberste Ziel, ne? Vollbeschäftigung und dann geht es dem Volk wunderbar. Die Renten sind sicher, Wohlstand für alle. Hauptsache gesund. Volle Geldbeutel, aber leere Kirchen. Wahrsager und Zauberer machen gute Geschäfte. Behinderte oder andere unerwünschte Menschen werden im Mutterleib umgebracht. Ist schon krass. Und dann denken wir haben alles im Griff. Auf dem sinkenden Schiff. Das christliche Abendland, ein Totenfeld. Gott hat da einfach einen anderen Blick drauf. Und eine andere Vision auch. Es ist eigentlich an der Stelle mal eine Schockanalyse. Gibt es Hoffnung? Werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Die Frage Gottes, ne? An den Propheten. Und der wird wahrscheinlich dann in ihm so ein bisschen, es wird gegrummelt haben, ne? Wenn Gott mich schon so fragt, ich finde es auch spannend, ne, dass der Hesekiel so nah am Ohr Gottes, am Mund Gottes war und umgekehrt, ganz nah in seiner Reichweite und Gott auch eingegriffen hat und hat ihn dann so genommen. Ne. Also ich wünsche mir das auch für uns. Wir sind ja auch königliche Priesterinnen und Priester.
und auch Propheten, wir haben etwas zu sagen, wir haben Großartiges zu verkündigen. Und ja, wir werden sehen, wie das ausschauen kann. Und wie schaut es hier aus? Was kann Hesekiel da nur antworten? Jahwe, Herr, ja, du weißt es. Ob die lebendig werden können. Was tot ist, wieder lebendig werden kann. Ja, das heißt also, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Wir Christen sind nämlich eine GmbH. GmbH, kennt ja jeder, ne? Aber für uns heißt es Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Das sind wir, eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Wir haben nicht ein Hirngespinst. Irgendwie, ja, wir sind nicht so irgendwie religiös, damit es uns innerlich besser geht. Nein, wir haben Hoffnung für Menschen, die geistlich tot sind oder die auch seelisch vielleicht sich tot fühlen. Das ist ein häufiges Syndrom und Phänomen übrigens, gell? Dass Menschen nichts mehr spüren. Dass in ihrer Kindheit etwas kaputt, ja tot gemacht wurde. Ein Teil von ihnen innerlich gestorben ist. Und jeder kennt es, wenn man so einen Blues hat, jetzt in dieser Phase mit den Corona und es kriegt man unter der Maske nicht mal gescheit Luft bei der Wärme und man fühlt sich wie gebunden und eigentlich fast wie tot irgendwie. Man kann nicht mehr richtig leben. Und da haben wir also nicht nur im Geistlichen, dass man geistlich aufersteht, wir haben auch Menschen etwas zu bieten und zu sagen, die sich einfach nicht mehr wohlfühlen, vielleicht sogar tot fühlen. Jesus sendet uns in die Welt, wie den Hesekiel, um Menschen vom geistlichen Tod zu erwecken und auch ihre Seele wieder lebendig zu machen, ihnen zu helfen, sie wieder leben. Je nachdem, was ein Mensch braucht. Und da ist es gut, auch am Munde Gottes zu sein, in seinem Wort, in seiner Gegenwart, und zu hören, was kann ich dem oder wem überhaupt und diesen oder jenen Menschen von dir bringen? Wie kann ich ihm Leben bringen? Ja. Wir werden sehen. Hesekiel ruft den toten Knochen etwas zu. Der spricht zu den Knochen. Zu dem, was eigentlich mausetot ist. Ihr könnt genauso gut zu dem Stuhl da sprechen. So tot sind auch Knochen. Da ist kein Leben drin. Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes. Hört, also gegen die Ohren, die Knochenohren oder so. Irgendwie geschieht etwas Übernatürliches und anders geht es auch gar nicht. Weil das ist schon ein Pfund, ne? Wenn ich sage, ich spreche jetzt zu toten Knochen, zu toten Menschen, die geistlich gar nichts verstehen können, so haben wir es doch gelernt. Der natürliche Mensch vernimmt einfach nichts vom Geist Gottes und hört seine Stimme nicht. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Aber es ist nicht unsere Aufgabe zu kontrollieren, wer was, sondern wir hören von Gott, was soll ich sagen? Okay, gut. Dann höre ich und dann sage ich. Das kann man auch üben miteinander, gell? Aber im Wesentlichen sagt dann Gott das Entscheidende, was zu sagen ist. Wir sind ja alle Botschafter, ne? An Christi statt sogar Priester und Propheten, die im Namen Gottes zur Versöhnung mit Gott rufen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt eine Versöhnung. Es gibt ein schöneres, besseres Leben und ein ewiges Leben. Das ist doch eigentlich die Kernbotschaft, ne? So, du bist angenommen und jetzt kannst du ein anderes Leben führen. Für mich war das damals das Spannendste, zu wissen, und ja, ich könnte neu anfangen. Ne? Das war für mich der Slogan. Das alte Mal, die 23 Jahre oder 22 vergessen oder halt irgendwie, die zählen jetzt nicht so, dass die mich immer wieder, naja, ich war ja tot. Ich kann den Tod zurücklassen und neu anfangen. Ja, das war schön, das hat tatsächlich funktioniert. Ein Neustart. Wie man es ja bei Windows kennt, ne? Reset und dann geht das Ding wieder. Und wir tun das, wisst ihr, wir tun das, diesen Ruf zur Versöhnung, ans Herz Gottes zu kommen, mit der höchsten Vollmacht. Die haben wir. Wir haben die höchste Vollmacht.
Das ist so krass. Nämlich, wenn wir Gottes Wort sagen, dann ist es gar nicht so unser Wort, ne? Das, unsere Idee, sondern wir sagen Verheißungen, Bibelworte, vielleicht auch umschrieben, aber es ist ein Wort von Gott und das hat Kraft, tote Knochen wieder lebendig zu machen. Wir tun das im Heiligen Geist. Das Wort Gottes ist das Schwert des Heiligen Geistes. Es ist die Wahrheit und es hat große Wirkkraft, das Wort. Gott hat alles, was es gibt und sichtbar oder unsichtbar, alle Galaxien und was man sich vorstellen kann, durch sein Wort aus dem Nichts erschaffen. Er sprach und es wurde. Das war's, ne? Er hat gesprochen und dann ist es geschehen. Und so auch hier. Jetzt werden wir es gleich sehen. Ja, wir haben es ja gesehen, ne? Dieses Getöse. Und auf einmal passiert da was mit diesen toten Knochen. Und das, was hingehört, Sehnen, Haut. Also auf einmal, wie so eine Pflanze jetzt im Frühjahr so aufgeht, gehen diese Knochen auf einmal auf. Gottes Worte erwecken geistlich tote Menschen. Sie werden von Neuem geboren. Werden ganz, ganz neu von Neuem geboren. Da kommt neues Leben in die Knochen. Es kommt das Wesentliche in diese Knochen hinein. Dass Gottes Worte in Menschen wirksam werden, ist ein geistliches Wunder geschehen. Ich finde es immer noch das größte Wunder von allen. Das, was da geschieht, ist ja, das sagt man ja, das gibt's nicht. Also dann würde er vielleicht sich noch einen Berg verschieben. Ne? Vielleicht von der Erde geschluckt, wie so ein Vulkan. Oder irgendein Baum reißt sich aus und fällt halt um und ist weg. Das, da denkt man alles, naja, das ist ganz schön. Aber was da geschehen ist, das ist ja wirklich das größte Wunder, dass ein Toter wieder lebendig wird. Totgeglaubte leben wohl länger. Bei Gott ja. Da gibt es Hoffnung. Was für ein Gott. Er kann es machen. Wo wir denken, nee, da ist Hopfen und Malz verloren bei manchen Menschen. Ne? Gerade da. Gerade die Menschen, wo du sagst, so, okay, da ist überhaupt nichts mehr drin. Da wunderst dich und täuscht dich vielleicht. Auch für die ist Hoffnung. Etwas ganz Erstaunliches ist bei Hesekiel zu sehen. Dreimal soll Hesekiel prophetisch sprechen. Dreimal hintereinander. Also eine Botschaft von Gott sagen. Weissage über diese Knochen. Also über die Toten. Das ist das Erste, was er ausspricht. Mausetot sind ja diese trockenen Knochen. Und genauso gut könnt ihr zu Steinen sprechen. Und genauso gut kann Gott Steine lebendig werden lassen. Kein Ding ist ihm unmöglich. Und Hesekiel hat da schon ein Evangelium zu verkündigen. Naja, es ist ja eine frohe, eine gute Nachricht. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr fühlt euch wie tot, aber es ist Leben für dich noch da. Teilnehmen am Leben. Dich nicht tot fühlen. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Und tatsächlich geschieht durch ein gesprochenes Wort das Wunder. Die Knochen werden unter einem Getöse zusammengefügt. Gott hat es sagen lassen. Er hat es sogar sagen lassen, ne? Über den Propheten. Gott muss ihn also nicht selbst erscheinen und sagen, jetzt spreche ich und dann geschieht's. Das finde ich auch so das Wunder. Ein Prophet spricht und es geschieht. Als ob es Gott selbst wäre. Und das, finde ich, macht einfach Hoffnung. Für uns hier, die wir manchmal denken, oh, das christliche Abendland und doch, da ist alles, da ist eben Hopfen und Malz verloren. Nein. Es ist noch Hoffnung.
Wir können sprechen und was Gott uns sagt und zeigt, und es wird ein Wunder geschehen. Daran möchte ich immer wieder und immer noch glauben. Jetzt geht es im Text weiter. Schaut mal, wir lesen die zweite Hälfte, nächste Hälfte. Doch es war noch kein Atem und kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Weissage dem Geist, Menschensohn, weissage und sprich zu dem Geist, so spricht Jahwe, der Herr: Komm von den vier Winden her, du Lebensgeist, und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Ich weissagte, wie es mir befohlen war. Da kam der Lebensgeist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf. Es war ein riesiges Heer. Er sagte zu mir: Menschensohn, diese toten Knochen sind das Volk Israel. Noch sagen sie: Unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage ihnen Folgendes: So spricht der Herr, Jahwe, der Herr, pass auf. Ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk heraus und bringe euch ins Land Israel zurück. Ihr werdet erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, das Leben in euch kommt, und setze euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe es gesagt und auch getan habe, spricht Jahwe. Weissage dem Geist, Menschensohn, und sprich zu dem Geist. Das finde ich eine äußerst interessante Aussage. Weil eigentlich selbst, also im Neuen Testament, zum Heiligen Geist was sagen und dem womöglich noch irgendwie befehlen oder so, das findet man jetzt gar nicht so explizit, ne? Aber hier kommt es aber so richtig dick vor. Der Prophet spricht zu dem Geist Gottes. Ja, er befiehlt ihm im Namen Jahwes, dessen Willen zu tun. Puh. Komm von den vier Winden her, du Lebensgeist, und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Direkt an den Geist Gottes gewandt. Der Lebensatem Gottes haucht Menschen Leben ein. Sonst würde es kein Leben auf dieser Welt geben. Weil Gott das Leben ist. In ihm ist das Leben. Und alle Menschen sind Abbilder Gottes, das ist klar. Aber durch den Sündenfall ist das Leben abgekappt worden. Das ewige Leben sowieso. Aber auch, ja, das ist alles nur Scheinleben. Wir haben es erfahren, dass wir erfüllt wurden mit diesem Lebensode, mit Atem, ne? Mit diesem Lebensgeist, und jetzt in uns etwas anderes, Neues pulsiert. Und ein Kapitel vorher, das ist ja auch sehr bekannt, Hesekiel 36, das wird auch immer wieder gerne zitiert, dass Gott sagt: Ich werde meinen Geist in euch geben, ich nehme euer steinernes Todesherz raus und gebe euch ein pulsierendes, lebendig schlagendes, liebendes, frohes, schönes, gutes Herz, ganz neu in euch rein. Und zack, ein Kapitel später, dann diese Szene mit diesen toten Gebeinen, Knochen, und die jetzt dann durch das Wort des Propheten, das er von Gott bekommen hat, jetzt neues Leben reinkommt. Wir werden mal sehen, wir wollen den Gebetskreis jetzt auch ein bisschen, wir wollen ja auch in Zukunft das Gebet anders gestalten und auch ganz nah am Munde Gottes sein, an seinem Herzen, und hören, was jetzt für einen Menschen, der für sich beten lässt, denn dran ist, warum er sich denn vielleicht tot fühlt, warum er vielleicht ausgebrannt ist, warum, was so, eine Krankheit, ein Leiden, irgendwas, und dann hören wir, was Gott dazu sagt. Freilich bitten wir, ne? Wir bitten und sagen: Gott,
segne und wir legen Hände auf und es wird besser mit ihnen werden, aber es ist auch gut, mal so einen Weg der Heilung und der Besserung von Gott sich sagen zu lassen. Und der Hesekiel hat es hier sehr schön erfahren. Gott hat ihn natürlich, war auch ein besonderer Mensch, aber wenn man es jetzt mal so sieht, sind wir weniger als Hesekiel? Nein, wir sind sogar mehr. Das will man gar nicht glauben, wenn man sich so anschaut. Aber es hat, das hat Jesus mal so gesagt. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als der. Vorher gab es das so in dem Sinn, ne, eben nicht die Gemeinde des Reich Gottes. Wir haben den Geist Gottes in uns, Christus in uns. Das hatte so noch kein Prophet vorher. Aber wir brauchen uns da nicht groß was einbilden. Die hatten aber ein schweres Leben auch, die Jeremia auch, Hesekiel auch. Das haben die Schläge gekriegt. Aber wir können und brauchen uns da nicht so gering schätzen. Was ich, ein Prophet, im Namen Gottes soll ich was sagen? Und dann stehen Tote auf, also geistlich Tote, oder kommt neues Leben in den Mensch rein? Ja. Ja. Weissage ihnen Folgendes, heißt ja dann noch, so spricht Jahwe der Herr, passt auf, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, heraus und bringe euch in das Land Israel zurück. Ihr werdet erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich eure Gräber öffne und mein Volk heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, dass Leben in euch kommt und setze euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe es gesagt und auch getan habe, spricht Jahwe. Durch den mächtigen Befehl Gottes, durch sein neuschöpfendes Wort, werden Menschen auferstehen. Amen. Mann, das ist doch unsere größte Hoffnung. Wenn das ja mal alles vorbei ist, endlich. Ja, nee, wir wollen ja nicht so gering schätzen über das Leben, ja. Aber das eigentliche, das Schönste kommt auch noch. Und da werden wir auferstehen. Und es gibt aber auch halt zwei Auferstehungen. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, eine geistliche, die jetzt schon stattfinden kann. Und die darf man bitte nicht vergessen. Das ist, wenn jemand von neuem geboren wird, wenn jemand sein Leben Jesus gibt und neues Leben in ihm kommt. Und wie man auch sagt, dass er mit dem Heiligen Geist mit Feuer getauft wird. Das macht doch Jesus. Viel mehr als nur mit Wasser, was wir jetzt in zwei Wochen machen, ne? Wasser. Viel mehr bitten wir den Heiligen Geist für Kinder, für Kleine schon, für Große. Und Gott erweist sich als sehr großzügig. Wohl dem, der durch den Glauben an den Erlöser Jesus Christus alle Sünden vergeben bekommt und nicht ins Gericht kommt. Weil das wird auch so und noch sicherer als das Amen in der Kirche einmal passieren. Das soll uns nicht Angst machen, sondern uns auch zeigen, ich möchte wie der Prophet sprechen, es soll Leben in Menschen hineinkommen. Menschen sollen geistlich auferstehen. Das ist mein persönlicher Wunsch. Ja. Wir haben die Herrlichkeit in uns und die wollen wir nicht für uns behalten. Amen. Die wollen wir doch nicht für uns behalten. Wäre langweilig, wäre doch irgendwie schade. Die soll sie doch noch weiter ausbreiten. Wenn wir im Namen von Jesus Christus Menschen segnen und wir können ihnen sogar ihre Sünden vergeben, im Namen von Jesus, ne? Die Hände auflegen, da geschieht Heil und Heilung. Genau diesen Auftrag gab ja Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern. Damit wir auch diesen Auftrag wieder neu entdecken und realisieren, ne, müssen wir auferstehen. Wir brauchen den Geist Gottes. Wir müssen immer wieder erfüllt werden. Und ja, wie steht es da mit unserer Begeisterung? Wie steht es mit unserer Vollmacht oder dem Bewusstsein unserer Vollmacht? Die lassen wir uns doch nicht rauben, dass dann zu Stimmen kommen und sagen, na, du kannst das nicht. Da musst du den Pastor schicken oder irgendwas. Nee, und du bist doch jetzt nicht autorisiert. Doch, doch. Was Gott im Buch des Hesekiel versprochen hat, das ist Realität geworden. Er hat
das Volk Israel wieder ins Land gebracht, übrigens, und sie haben wieder gelebt, haben wieder das Volk aufgebaut, Tempel gebaut, Stadtmauer gebaut, Esra und Nehemia, ne? Aber es ist noch viel mehr passiert. Das war eine Metapher, dieses Totenfeld auf die Auferstehung und schon die geistliche Auferstehung, die es jetzt seit Pfingsten ja noch viel intensiver und berechtigter gibt. Und ja, Jesus sagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das hat Jesus zu Nikodemus gesagt. Aber wenn etwas Übernatürliches geschieht, und es geschieht auch heute noch, dann werden lebendig, Menschen lebendig. Und er fängt bei uns an. Wir sind die, also sagen manche tatsächlich, ne, Erweckung fängt bei uns in der Gemeinde an. Wir wachen auf einmal auf und sagen, oh, wir sind doch jetzt beauftragt, wir können doch das und das tun. Und dann sprechen wir im Namen Gottes. Und jetzt gehe ich nochmal einfach zum Mit nach Hause nehmen für die kommende Woche. Ich habe mir gedacht, was brauchen denn Menschen? Menschen brauchen Leben. Menschen brauchen Worte des lebendigen Gottes. Und ja, und da habe ich mir die Ich Bin-Worte nochmal wieder mal hergeholt. Sag mal, das sind so Worte, da steckt Leben drin in sich. 7 Ich Bin-Worte. Vielleicht habt ihr in der Woche jemanden vor euch, dem es nicht gut geht und ihr merkt, Mensch, oder ihr unterhaltet euch, dann sprich doch einfach mal so ein Wort aus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Lebensdurst. Der wird dann gestillt. Alle Menschen sind auf der Suche nach einem erfüllten Leben, sind hungrig und durstig nach Leben. Hier ist Jesus. Oder ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherhören. Finsternis, ne? Sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Hunger und Durst, Dunkelheit, das will keiner. Das ist schlimm. Jesus ist das Licht für die Welt. Licht, das zum Leben führt. Wieder Leben, ne? Ich allein bin die Tür. Wer mich durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Jesus, die Tür. Und da gibt's frisches Gras, auch wieder was Leben bedeutet. Ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich genauso, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Wieder Leben in den Ich-Bin-Worten. Merkt ihr? Jetzt könnt ihr Leben in die Knochen kommen. Vielleicht bei uns schon merken wir, ja, das tut doch richtig gut. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben auch, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Leben schon wieder. Aus dem Tod heraus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und, was kann es anders sein? Das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wie krass, die Ich Bin-Worte sind Leben in sich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Leben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Auch wieder, finde ich, dranbleiben, leben. Und das sagt Jesus, schaut mal, allein das schon, ja. Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, die sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Ihr Lieben, lasst uns das austeilen und aussprechen und damit in tote Knochen hineinsprechen. Musik.